Er ist 53 cm hoch und 5,5 Kilo schwer. Der DFL Supercup. Die erste Trophäe, um die es in dieser Saison geht. Das Duell ist mittlerweile schon fast ein Klassiker. Der FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund. Seit 2012 hat es diese Paarung bereits 4-mal gegeben. Es ist auch die Partie der beiden Rekordsieger dieses Wettbewerbs. Jeweils 5-mal konnte sich sowohl der FCB als auch die Dortmunder in die Siegerliste eintragen. Wir sind motiviert. Wir wissen, dass wir nicht in der besten physischen Verfassung sind, aber Fußball ist nicht nur physisch, Fußball ist auch taktisch, Strategie, ist auch Persönlichkeit und Motivation. Und ich habe Vertrauen, dass meine Mannschaft morgen alle diese Qualität zeigen. Eine Woche vor dem Pokalduell gegen Chemnitz und 2 Wochen vor dem Bundesligastart ist die Partie im Signal Iduna Park eine Standortbestimmung. Findet auch Neuzugang Niklas Süle bei seinem ersten Besuch im FC Bayern TV-Studio. Ich denke, soweit ich das beurteilen kann, war der FC Bayern immer da, wenn es wirklich losging. Also selbst wenn vorher mal natürlich viel Druck von außen kam, und dann viel erwartet wurde, war der FC Bayern immer da. Und deswegen denke ich, dass wir morgen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gesicht zeigen werden und auch das gewinnen werden. Die Bayern müssen bei dem Spiel auf zahlreiche Stammspieler verzichten, die entweder verletzt oder noch im Aufbautraining sind. Beim Supercup am Samstag wird es eine Premiere im deutschen Fußball geben. Es wird erstmals ein Videoschiedsrichter bei einem deutschen Pflichtspiel eingesetzt. Die Amateure des FC Bayern haben personell nochmal nachgelegt. Heute hat der 1,88 Meter große Mittelstürmer Kwasi Wried einen Vertrag unterschrieben. Er kommt aus der dritten Liga vom VfL Osnabrück und hat dort letzte Saison 12 Tore erzielt. Er wird bereits heute Abend im Kader der Amateure gegen Schweinfurt stehen. Der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern gilt als Mitkonkurrent um den Aufstieg und hat bislang alle seine 4 Spiele gewinnen können. Für FCB-Amateurtrainer Tim Walter ist dies ein starker, aber nicht unschlagbarer Gegner. Wenn es nur nach den Punkten geht, dann sind die vorne, ja, dann haben die mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität. Aber wir wissen, was wir können. Ja. Von daher gucken wir auf uns, wir schauen auf uns, wir wollen unser Spiel verbessern, wir wollen unser Spiel durchziehen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch gewinnen.